Aber die Leute haben von uns immer die verdammte Swiss Lady wollen. Und das ist dann einfach ein Sackgasse geworden. Und da ist dann in meinem Kopf auch der Plan gereift, vielleicht doch noch einmal etwas anderes zu machen. Ich habe gesagt, ich will nicht bis 60 in dem Alphorn hinten noch rennen. Ob jetzt bin ich 78 und spiele immer noch Swiss Lady in der Abend. Aber so auf das reduziert werden, das wollte ich einfach nicht. Wollen. Aber es ist einfach bei mir nie, was bringt jetzt am meisten Geld, was muss ich jetzt für eine Musik machen, damit möglichst viele können. Ich habe immer das gemacht, was mir mein Herz sagt. Natürlich, you have to be prepared. Das ist ja der Punkt. Du musst nicht anfangen üben, wenn eine Chance kommt. Du musst immer üben, du musst immer parat sein. Wo die alle auszeichnet, und das kann ich nur allen Jungen immer sagen, die sind extrem fokussiert, extrem seriös, wenn es ums Proben geht. Egal, was sie für ein Image haben, Sinatra, wo man weiss, was erzählt hat, wie die da Partys haben, und wie viel das die saufen und was immer. Wenn es ums Proben geht, sind die hundertprozentig fokussiert. Er ist seit über 55 Jahren im Showbusiness und jeder kennt ihn. Nicht nur wegen seinem Lied, vielleicht die ganz Jungen mögen sich nicht an alles erinnern, aber Swiss Lady, wenn das mal im YouTube ist, dann weiß ich ganz genau, wer er ist. Aber das ist nur einer von seinen grossartigen Hits. Schön, bist du da, Beppe Lienhardt. Freue mich, Flavio. Wir gehen da. Hey, du bist 78 und noch so fit und da die Steg hochgelaufen wie ich. Ja, wahrscheinlich ein bisschen langsamer. Ich habe schon gedacht, also das ist kein Fernsehstudio für alte Männer. Ja. Also noch älter. Noch älter, aber für dich war es kein Problem. Ja. Meine erste Frage, Beppe, ist immer von 1 bis 10 auf einer Skala. Wie fest bist du im Flow zum jetzigen Zeitpunkt? Man muss das in Relation sehen zum Alter und dann würde ich sagen, du bist schon mit einer 10 unterwegs. Wow, das ist ja, also ich glaube, mit 10 ist noch keinen eingestiegen. Das ist unglaublich. Mama, immer Vollgas im Flow. Es kann nicht besser laufen. Grosse Projekte jetzt auf Ende Jahr wieder und wir haben arbeiten jeden Tag. Gestern war ich ganz heftig dran mit einem Projekt, das wir machen in Deutschland machen. Und das läuft super. Es könnte nicht besser laufen. Das freut mich mega zu hören. Über diese Projekte reden wir natürlich. Zuerst mal wollte ich wissen, immer von meinem Gast, wer bist du gewesen, so als kleiner Bub? Ich war ganz ein Braver gewesen, weil ich sehr früh angefangen Musik machen. Und gerade meine Töchter haben mir gesagt, Papi, erzähl doch ein bisschen, was du für Streiche gespielt hast. Muss ich sagen, ich kann nicht dienen. Ich habe mit 7 Jahren von Blockflöten begeistert, habe immer geübt. Meine Eltern haben beide gearbeitet. Ich habe immer die Aufgaben gemacht. Ich war am Anfang noch sehr gut in der Schule. Und habe die Aufgaben selber gemacht, immer geübt. Immer, hat niemand mehr müssen pushen irgendwie. Ich war einfach ein Braver. Und dann auch, als so Kollegen an der Töffel-Ecke rumgehängt sind und anfangen rauchen heimlich, bin ich auch nicht dabei gewesen. Da hatte ich schon eine Band gehabt, mit 12 die erste Band. Habe immer Musik gemacht, habe immer Noten geschrieben. Ich war wirklich sehr ein Braver. Ich habe dann einiges nachgeholt später, als ich Profi wurde. Und dann eben, du hast gerade gesagt, du hast früher angefangen Blockflöte zu spielen. Und dann, wie ist es weitergegangen? Also weißt, wo hast du gemerkt, hey, ich wollte mal professionell das machen? Ich will berühmt sein vielleicht oder bekannt? Ja, berühmt sein ist mir nie so der Motor gewesen, Motivation. Ich wollte einfach Musik machen, ich wollte gute Musik machen. Der gibt es ja nicht mehr gehabt. Aber Blockflöte, ja, ist dann schon ein bisschen beschränkt mit der Zeit. Ich habe schon immer Schlager gespielt. Da haben wir einen Lehrer gehabt, mich unterstützt, haben wir zweistimmig so Schlagerbüchli oben runter gespielt. Aber ich habe natürlich ein richtiges Instrument. Und mein Herzenswunsch war natürlich ein Saxophon gewesen. Und diesen Wunsch hat mir meine Mutter erfüllt, als ich 11 war. Das klingt jetzt nicht so spektakulär, aber damals war das sehr speziell. 1957, an der Weihnachten, hat mir meine Mutter ein Saxophon gekauft. Das hat 580 Franken gekostet. Das klingt auch nicht nach viel heute, aber das war hier ein Haufen Geld gewesen. Meine Mutter hatte ein eigenes Geschäft und hat mir den Wunsch erfüllt. Und da haben wirklich viele Nachbarn das Gefühl gehabt, die spinnt dem Bub so etwas Teures kaufen. Aber meine Mutter hat vom ersten Tag an mich geglaubt und hat mich unterstützt. Und dann ist dann auch sehr schnell losgegangen. Mit 12 Jahren habe ich bereits die erste Band gemacht. Und bin dann eigentlich immer Bandleader gewesen, bis zum heutigen Tag. Unglaublich. Also eben, mega früh das Saxophon bekommen. Eben, kann man vorstellen, für diese Zeit war das viel Geld gewesen, ja, wie du gesagt hast. Ja. Und deine Mami, also deine Mutter, so muss ich sagen, hat also immer dich geglaubt. Also die Stärke, das Selbstvertrauen, hast du eigentlich von dem Elternhaus mitbekommen? Auf jeden Fall. Und meine Mutter war eine ganz positive Person, sehr eine freundliche, lustige Person. Und
sehr, sehr grosszügig gewesen. Das habe ich für ihr Gott sei Dank gelernt. Sie ist auch respektvoll umgegangen. Sie hat einen Lebensmittelladen gehabt. Hat mir auch als Kind gelernt, freundlich sein mit anderen Leuten. Das ist uns natürlich eingebläut worden, weil man als Kind von der Ladenbesitzer müssen freundlich sein mit den Kunden. Und das ist etwas, was ich gelernt habe fürs Leben. Und das ist mir immer sehr entgegengekommen. Das muss ich sagen, das hat mir immer genützt, dass wir gelernt haben, respektvoll umzugehen mit den anderen Menschen. Und eben auch die Grosszügigkeit der Mutter, die haben wir wirklich von ihr können übernehmen und lernen. Und sie war auch mein grösster Fan bis an ihren letzten Tag, das muss ich sagen. Sie hat dann natürlich, vor allem, als sie älter war, sie hatte ein Schlägel mit 66, ist dann ein bisschen, ja, ein bisschen geschränkt gewesen. Aber wenn halt ich dann am Fernsehen gekommen bin, der Heidi Abel früher und so, dann ist meine Mutter stolz in die Stadt und alle, Frau Lienhardt, wir haben den Peppi gesehen. Und das war schon ihr Ding. Also es war herzig. Sie hat mich immer unterstützt und immer an mich geglaubt. Und hat mir auch, wenn ich mal einen Blödsinn gemacht habe, hat sie mir das verzeiht. Aber Blödsinn hast du nie gemacht als kleiner Bub, oder? Ich hätte als kleiner Bub, ich hätte später. Ja, auch wenn ich sie mit 40 noch bin, besuche in Lenzburg und noch schnell in die Stadt gegangen bin, hat sie gesagt, kommst du nicht spät heim? Das war halt einfach mutig. Ja, so wie halt Mütter aufgewachsen genau. sind. Und wann hast du dann gemerkt, hey, ich könnte das ja auch beruflich machen? Wobei, vielleicht müssen wir noch schnell sagen, Ausbildung war ein Thema bei dir. Du hast, glaube ich, angefangen zu studieren, oder? Ja, eben, ja. Ich habe einen Umweg gemacht. Das war natürlich auch mein konservatives Elternhaus. Mein Vater war Bahnbeamter. Und der hat immer gesagt, Musik ist ein wunderschönes Hobby. Mhm. Musik ist kein Beruf. Ja. Da war mein Vater überzeugt. Musiker sind alles ein bisschen Schlawiner und so. Und hat er ja nicht so unrecht gehabt, in einem gewissen Sinn. Und dann, ich bin halt einfach in die Bezirksschule gegangen und nachher in die Kantonsschule in Aarau. Habe eine Matura gemacht. Mit Mühe und Not, muss ich sagen, weil ich ja hier schon immer gespielt habe. Ich hatte drei Bands gleichzeitig und war immer beschäftigt. Die Musik war wichtiger als die Schule. Aber immerhin habe ich die Matur geschafft und dann bin ich einfach folgerichtig an die Uni gegangen. Ja, das hat man von mir erwartet, also meine Familie. Und ich war dann der erste Akademiker in unserer Familie. Und mein Vater war natürlich stolz, dass ich jetzt hier an die Uni gehe. Und ich muss natürlich schon sagen, ein bisschen schlitzohrig bin ich gleich gewesen. Ich habe nicht das studiert, was mein Herz begehrt hat, weil das ist ja Musik gewesen, sondern ich habe einfach das Studium gewählt, das damals, muss ich sagen, das Einfachste war. Und das war Jus. Ich habe einfach Jura studiert, weil dort hat man möglichst wenig Vorlesungen gehabt, wenig Zwischenprüfungen. Heute ist das alles ganz anders. Aber damals, im 66, hatte ich das Gefühl, da habe ich viel Zeit, um Musik zu machen. Also eigentlich der Blick war schon immer auf Musik gewesen. Und ich hatte ja eine Band gehabt, also eine Big Band und eine Tanzband hatte ich gehabt. Und sehr beschäftigt gewesen. Und dann ist das dann auch mit der Zeit ein bisschen unbefriedigend geworden. Ein bisschen Musik, ein bisschen studieren. Und wie gesagt, das Studieren war eh halbherzig gewesen. Und dann ist es so, jetzt muss ich mich einfach entscheiden. Und habe das meinem Vater Gott sei Dank noch beibringen und irgendwie hat es dann gleich begriffen. Aber wirklich, ich habe gedacht, das war vielleicht ein schwieriger Moment gewesen und der Papa ist hässig geworden. Er ist nicht hässig geworden, nein, weil ich habe natürlich das schon einen guten Moment ausgesucht und habe dann so ein bisschen Perspektiven gezeigt und dann hat das Gefühl, okay, ja gut, wenn du so sicher bist, dass das funktioniert, abgesehen davon könnte ich schon zur Not wieder weiter studieren. Ja. Hat man noch so ein Türli offen gehabt. Damals hat man noch die vier Semester, die ich studiert habe, wären mir angerechnet worden, 10 Jahre lang noch. Also ich habe eigentlich ein bisschen Open Door gehabt. Es war nicht der Sprung ins ganz eiskalte Wasser. Und, aber ich habe das eigentlich schon nicht im Sinn gehabt. Und habe dann auch am Anfang, wo es nicht so ganz rosig gelaufen ist, trotzdem gesagt, jetzt ziehen wir es durch. Und habe es natürlich jetzt nicht bereut, selbstverständlich. Und eben trotzdem, du hast mir auch vorher gesagt, ich glaube, die wichtigste oder eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben war wirklich, dass du dort gesagt hast, ich höre auf, setze voll auf Musik. Auf jeden Fall. Das war für mich richtig gewesen. Und da bin ich auch im Herzen gefolgt halt und habe gewusst, es wird sicher nicht unbedingt ganz, ganz einfach. Als Amateur sind wir natürlich, ja, im Aargau sind wir kleine Könige gewesen, oder? Eine weltbekannte Margau, ja, der Lenzburg und Umgebung. Aber wenn man dann Profi wird und ganz Europa spielt, wir haben in Schweden gespielt, in Deutschland, dort hat uns niemand gekannt und dann hat nur noch die Leistung gezählt. Und jetzt sind wir schon auf die Welt gekommen, das ist ganz klar. Wie muss ich mir das vorstellen aus dieser Zeit? Ich meine, heute kannst du ja einfach mal etwas produzieren machen und lässt das Internet auf. Das hat es ja damals alles nicht gegeben. Das hat es alles nicht. Was ist mir da von Beiz zu Beiz gegangen und hat dort angefangen zu spielen? Oder wie ist das gelaufen? Nein, wir hatten schon, wo wir Profi wurden, sind Manager gehabt. Und wir haben eigentlich in diesen Dancing gespielt, die es hier gegeben hat. Mhm. In Zürich hat es 2, 3 gehabt, in Basel 2, in Luzern 2. Und dort haben wir eigentlich 2 Wochen oder 4 Wochen am gleichen Ort gespielt. Wir haben ja mit einem Sextett angefangen, also nicht mit der Big Band hier, 6. Höhe.
Und dann haben wir haben 11 Monate durchgeschafft. Das ist natürlich genial gewesen. Wir haben so Routine gehabt, wir sind so eingespielt gewesen. Und das ist eine super Zeit gewesen. Da hat es ja noch keine Diskos gegeben. Das ist auch schwer vorzustellen. 1969 hat es noch keine Diskos gegeben. Und in Zürich ist um 12 Uhr Feierabend gewesen, oder? Also das, der Ausgang war, wenn man dich rausgekommen ist, oder? Ja, und wenn man halt in den Ausgang gehen oder vielleicht ein bisschen Leute kennenlernen, ist man in ein Dancing gegangen, wo eine Live-Band gespielt hat. Mhm. Und wenn halt eine bekannte, gute Band gespielt hat, ist es mehr gelaufen. Und wir haben sehr schnell ein Renommee gehabt als Band, wo die Jungen angesprochen hat. Und wir haben einfach voll Haus gehabt. Also ich erinnere mich, im Masco, den wir gespielt haben, wir haben gar nicht steigen auf können. So viele Leute angestanden, jeden Tag. 7 days a week, muss man sich das vorstellen. Da haben wir mit dem Warenlift rauf müssen, sonst wären wir gar nicht reingekommen. Also das war schon eine krasse Zeit gewesen. Aber eben, es war natürlich viel, viel weniger los gewesen. Und am Fernsehen und eben die ganzen Podcasts, wie man das heisst, das hat es ja alles nicht gegeben. Yeah. Und wenn man etwas erleben wollte, wollte Musik hören, ist man ins Dancing gegangen, wo man möglichst gute Band spielt. Das waren goldige Zeiten. Das gibt es heute so in dieser Form gar nicht. Nein, vermisst du das ein bisschen? Ja, ich jetzt natürlich nicht mehr, weil ich das ich will jetzt nicht mehr 11 Monate durcharbeiten jeden Abend. Aber da haben wir alle keine Beziehung gehabt, keine Familie. Und das war genial gewesen. Wir sind jeden Abend die, wo es läuft wie der Teufel und haben noch Geld verdient gleichzeitig. Und alle Girls und die Jungs sind natürlich alle dort hergekommen. Und das war eine irrsinnige Zeit gewesen. Ich muss sagen, das war für uns eine einmalige Situation gewesen, wo ich den jungen Musikern noch könnte wünschen, so die Routine zu haben, die wir hatten. Wir waren eingespielt. Ich meine, wir hatten 8 Stunden Repertoire auswendig gehabt. Wir waren immer die gleichen 6 gewesen, 10 Jahre lang. Das war fantastisch gewesen. Also, das war eine wunderbare Zeit gewesen. Es war sicher nicht eine Situation gewesen, wenn wir jetzt eine Familie gehabt hätten, wäre das schwierig gewesen. Aber wir waren jung gewesen, ungebunden und haben das genossen. Da waren wir 2 Monate in Schweden gewesen, dann ein Volkspark und so. Das war genial gewesen. Und auch in Deutschland, in anderen grossen Städten, haben wir gespielt. Das ist ein super. Ein Monat in Berlin, ein Monat in München. Das war irrsinnig gewesen. Also, das ist, und eben immer spielen, spielen, spielen. Und wir sind eigentlich, heute würde man sagen, eine Coverband gewesen. Wir haben ja nicht eigene Kompositionen gespielt. Wir haben vor allem das gespielt, was die Leute wollen hören. Und wir haben jeden Tag geprobt und die Band war eingespielt gewesen. Einmalige Situation. Und mir tut das ein bisschen leid, dass heute die Jungen so schwer haben, Jobs zu haben zum Teil. Es gibt so viele gute junge Musiker jetzt, also auch in der Schweiz, durch die vielen Jazzschulen, die es auch gibt. Es gibt sehr viele professionell ausgebildete junge Musiker und die müssen alle schauen, wo sie bleiben. Und wir können spielen, so viel, als wir wollen. Krass. Es klingt nach einer ganz schönen Zeit und eben nach einem erlebnisreichen Abend, wo du jeden Abend eigentlich erlebt hast. Ja. Wie ist es nachher weitergegangen, wenn du schon angefangen hast, auch die eigenen Stücke zu machen? Ja, eben, das ist eigentlich, wichtiger Schritt war natürlich im 77, wo wir die Schweiz vertreten haben, am Eurovision Song Contest, damals noch Concours Eurovision de la Chanson. Mit der Swiss Lady haben wir einen guten 6. Rang gemacht. Aber vor allem waren wir in allen Hitparaden in ganz Europa, weil der Song ist halt originell gewesen mit dem Alphorn. Und ich hoffe, dass auch ein paar von den Jüngeren, die zuschauen, also den unbedingt Song noch kennen. Unbedingt eingehen. Swiss Lady, dann wissen Swiss Sie, was Lady, es ist. Ja, und er läuft heute noch jeden Tag am Radio, abgesehen davon. Und mit dem Song haben wir natürlich ein bisschen, also mit dieser Show quasi, haben wir halt ein bisschen Aufsehen erregt und haben dann wirklich anschließend Fernsehen gemacht, von Helsinki bis auf Portugal. In allen Fernsehstationen sind wir gefragt gewesen. Und was so positiv tönt jetzt, ist auch dann ein bisschen so eine Sackgasse geworden. Wir haben eigentlich eine sehr gute Band gehabt. Wir haben viele gute, rockige, poppige Sachen gespielt. «Earth and Fire» hat es da schon angefangen und «Blood, Sweat and Tears». Und wir haben die Nummern gespielt, aber die Leute haben von uns immer «Swiss Lady» wollen. Ja. Und wir haben dann auch neue CDs gemacht, also damals noch Schallplatten. Harold Faltermeier hat uns produziert, ganz bekannter Produzent, der ja Axel F. komponiert hat und Beverly Hills Cop und Donna Summer, einer der erfolgreichsten europäischen Produzenten, hat uns produziert. Aber die Leute haben von uns immer die verdammte Swiss Lady wollen. Und das ist dann einfach ein Sackgasse geworden. Und da ist dann in meinem Kopf auch der Plan gereift, vielleicht doch noch einmal etwas anderes zu machen. Ich habe gesagt, ich will nicht bis 60 in dem Alphorn hinten nachher rennen. Wobei jetzt bin ich 78 und spiele immer noch Swiss Lady in der Abend. Aber so auf das reduziert werden, das wollte ich einfach nicht. Yeah. Und ich habe ja früher, in der Kantonsschulzeit, habe ich eine Big Band gehabt. Natürlich, als Profi war das kein Thema gewesen, aber den Traum von der grossen Band habe ich halt immer noch gehabt. Und dann ist eigentlich der glückliche Umstand halt eingetroffen. Also erstens mal eigentlich die ganze Dancing-Szene ist dann zurückgegangen, das muss ich auch sagen. Weil eben die Diskos immer grösser geworden sind und ein anderes Musikverständnis sich ausbreitet hat bei den Jungen. Und die Jungen gehen ja vor allem aus unter der Woche. Und dann haben wir schon gemerkt, dass die Dancing-Szene, die wird es nicht ewig geben.
Also habe ich eh schon aus diesem Grund ein bisschen mehr überlegt, was zu machen. Ein bisschen weg von dieser Swiss Lady, also nicht reduziert bleiben. Und der Traum von der grossen Band. Und der glückliche Zustand oder der glückliche Zufall war, dass der Udo Jürgens in die Schweiz kam. Der hatte Steuerprobleme in Deutschland und Österreich, ist in die Schweiz gekommen, ins Management von Freddy Burger, der damals auch mein Manager war. Und da sind wir natürlich im gleichen Haus gewesen. Und dort ist dann der Plan und auch die Möglichkeit bestanden, eben mit einer grösseren Band zu arbeiten. Und Rudo hat von Anfang an, wir haben uns sehr gut verstanden, gesagt, wenn du so eine tolle grosse Band machst, wie du erzählst, weil er hat eine grössere Band gehabt, nur 6 Leute auf der Tournee, dann wird das meine Band. Und dann habe ich natürlich schon die Möglichkeit gehabt, eben zuzuschlagen und eine grosse Band zu machen. Und dank Mut habe ich das auch jetzt über 40 Jahre können durchziehen. Mit der grossen Band. Das ist ein richtiger Freund von dir geworden und die sind eben fast definitiv, 40 Jahre zusammen. Definitiv, ja. Und eine tolle Zusammenarbeit. Und 1980 haben wir die erste Tournee gemacht, aber seit 1977 haben wir mit ihm gespielt. Als er in die Schweiz kam, haben wir gerade noch mit dem Sextett damals eine Amerika-Kanada-Tournee gemacht. Mhm. Also eine sehr schnelle, intensive Zusammenarbeit wurde, die super funktioniert hat. Okay, also es ist niemand am Kaffee rausgeladen bei uns im Studio, für die, die das jetzt nur hören, das ist nur Klima. Ich höre das alles weg. Wir produzieren im Hochsommer und darum kommt ab und zu unser Kaffeegeräusch. Okay, also dann bist du lange mit dem Udo Jürgens unterwegs auch gewesen. Das war also ein weiterer Durchbruch und Meilenstein in deiner Karriere. Auf jeden Fall, das war ein ganz wichtiger Schritt. Und ich muss einfach sagen, es hat mir vielleicht erleichtert, die Entscheidung, Sextett aufzulösen. Mhm. Das ist Sextett, wo wir aufgehört haben, die 80er, war super erfolgreich gewesen. Also wir haben jeden Tag gespielt und Galas gemacht. Wir haben 6 Monate Abschiedstournee gemacht. Jeder oben volles Haus. So viel Geld wie hier habe ich nie mehr verdient. Aber das war ja nie der Punkt bei mir. Und ich habe gewusst, mit der grossen Band werde ich mehr arbeiten müssen und werde ich wahrscheinlich weniger verdienen. Aber das war für mich nie ein Kriterium. Das war einfach mein Traum von der grossen Band. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass die Entscheidung im richtigen Moment getroffen habe und dass das eben all along für mich gestimmt hat. Und ich dann nicht nur reduziert werden auf die Swiss Lady. Ja, das kann man vor. Es ist ein bisschen Fluch und sagen zugleich, sie einerseits mega populär geworden, gross geworden, genau. Und gleichzeitig ist es so wie die One-Hit-Wonder. Aber du hast es ja geschafft, eben von dem wegzukommen. Naja, aber ich meine, ich muss sagen, ich habe jetzt eine Zeit lang habe ich es wirklich nicht mehr. Wir haben am Tag müssen 2-3 Mal spielen, damals, ja. Ende 70er Jahre. Und dann gesagt, nein. Also, aber heute, wenn wir spielen, ich spiele es gerne, weil ich sehe, wie die Leute strahlen. Yeah. Und wir machen das ja auch im Ausland. Und die es nicht kennen, dann kommt Salpor auf die Bühne und dann grölen die Leute. Und ich bin dem Song sehr dankbar, dass also ich habe mich versöhnt mit der Swiss Lady. Okay, also du kannst wieder hören heute. Absolut. Okay, da bin ich froh. Du hast vorhin ein bisschen angesprochen, das Thema Geld. Das ist bei dir nie im Zentrum gestanden, obwohl ich denke, du bist in der goldenen Zeit der Musiker unterwegs, wo man sicher auch noch viel Geld verdient hat, nicht wie heute mit all diesen Streams. Ja, klar. Das ist gut, das von dem haben wir schon gar nicht. Biologisch wie auch auf Spotify und überall. Aber was wir da für Abrechnungen bekommen, das ist wirklich herzig. Ja. Ein paar Franken, was es da gibt. Und wir haben ja nach wie vor viel gespielt. Und natürlich nicht bei den Jungen und nicht Dimensionen, wie es halt. Taylor Swift oder so. Das ist ganz eine andere Welt. Aber um das ist mir wirklich nie gegangen. Und ich wollte jetzt nicht sagen, logischerweise habe ich auch einen Lebensstil, der Geld kostet. Aber ich bin nie in Rolls-Royce gefahren. Ich habe nie Kaviar gegessen. Das war nie mein Ziel. Mhm. Aber ich wollte natürlich meine Musiker anständig zahlen und ein gutes Leben führen. Also da wollte ich nicht allzu bescheiden tun. Aber es ist einfach bei mir nie, was bringt jetzt am meisten Geld? Was muss ich jetzt für eine Musik machen, damit möglichst viele können? Ich habe immer das gemacht, was mir mein Herz sagt, ich mache gerne populäre Musik, ich bin nicht ein extremer Märtyrer, der jetzt irgendeinen Sound macht, den gar niemand hören will, der möglichst künstlerisch ist. Ich habe gerne Musik gemacht, die die Leute unterhalten, dass die Leute happy zu den Konzerten auslaufen. Und das war immer mein Antrieb gewesen, aber natürlich das mit Qualität machen. Mhm. Das war dann immer mein grosser Ehrgeiz. Von Anfang an bin ich ein Töpfelschisser und habe geübt, bis etwas perfekt war. Da bin ich darauf beharrt. Und die Musiker, die bei mir gekommen sind und bei mir geblieben sind, die haben das akzeptiert. Die funktionieren genau gleich. Und darum hatte ich eigentlich immer wirklich eine sehr gute Band. Und das war dann auch mein Vorteil, dass ich eben oft Sachen machen konnte, die vielleicht andere Bands nicht gefragt worden sind. Weil wir halt präpariert waren, professionell, haben Noten lesen können, alles vom Blatt spielen. Und wir machen Konzerte, die wir am Nachmittag proben. Und so ist das Konzert mit Leuten, die wir noch nie gespielt haben. Mit Manhattan Transfer oder so haben wir in Luzern im KKL am Nachmittag proben, so ein Konzert. Wir haben keine Vorbereitung gehabt, keine Noten voraus bekommen. Und das können halt nicht alle Bands, aber eine Band, die auf diesem Niveau arbeitet. Und das hat man schon viele Möglichkeiten. Und da habe ich immer dafür
geschaut und probiert und Musiker entsprechend ausgelesen. Und muss man auch sagen, die besten Musiker sind nicht unbedingt die einfachsten Musiker. Das glaube ich. Also das ist eben auch jeder eigene Charakter. Wie gross ist deine Band maximal mal gewesen? Wie viele Leute hast du unter dir gehabt? Also meine feste Band, die ich jetzt habe, sind 14 Leute. Ja. Das sind 3 Sänger plus 11 Mal Band. Und dann, wenn wir auf Tournee gehen, tun wir aber weiter. Dann ist Full Big Band, also wirklich 4 Trompeten, 4 Posaunen, 5 Sax, einfach Standardbesetzung, plus 6 Sänger, dann sind wir 23 bis 25 Leute auf der Bühne. Okay, okay. Und du bist also nicht nur Saxophonist, sondern auch eigentlich der Chef von dieser Band, der Dirigent, oder? Muss sagen, das ist eigentlich mein wichtiger Job. Ja. Also ich spiele Saxophon mit grosser Begeisterung, aber gerade in der Big Band habe ich 5 Saxophonisten, die alle viel besser spielen als ich. Bin ich ganz stolz, da habe ich auch überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, da kann ich mich freue, wenn einer vor uns abraumt mit einem super Solo. Aber mein Hauptjob ist natürlich schon Bandleader. Und das kann man vielleicht ein bisschen vergleichen mit einem Fußballtrainer. Ja. Oder man hat ein Ensemble von guten Leuten, die man auf einen Nenner bringen muss. Und das ist ein komplizierter Job, den ich mir aber nie gross Gedanken gemacht habe. Ich war von Anfang an Bandleader, mit 12 schon. Ja, und habe gesagt, wie es läuft. Und irgendwie haben es alle okay gefunden. Ja. Und habe nie müssen ankämpfen gegen andere oder so. Offensichtlich habe ich schon da eine natürliche Autorität gehabt. Jetzt natürlich nach diesen vielen Jahren Profi ist das ein bisschen einfacher. Haben ein Renommee und die jüngeren Musiker haben auch einen gewissen Respekt von Haus aus. Das ist ja klar. Aber ich war eigentlich immer Chef. Und ich sage auch manchmal, wir haben eine fröhliche Demokratur. Ja, also das heisst, also jeder kann sagen, was er will und einer entscheidet. Aber du entscheidest, genau. Also wenn wir eigentlich das auf eine Firma adaptieren, Pepe Lienhard Company, dann bist du der CEO und managst eigentlich die ganze Band. Genau. Oder? Genau. Kann man gar aber so natürlich mit sehr viel Respekt für jeden Mitwirkenden und ich nehme jeden ernst und jeder kann sich einbringen, selbstverständlich. Und das gibt am Schluss das wirklich gute Resultat. Das ist ja nicht ein Sklaventreiber und die alle müssen da den Kopf abheben. Und das sind alles Persönlichkeiten in meiner Band. Und einige sind schon über 40 Jahre dabei. Also die haben definitiv auch etwas zu sagen und haben auch genauso viel Ahnung wie ich und können sich einbringen. Also das funktioniert bei uns sehr gut. Einfach respektvoll, was ich eigentlich am Anfang gesagt habe. Ich würde gerne Stichwort Hand aufs Herz nehmen, weil du oft von Herz, du sagst im Herz, Herzgefolge erwähnt hast. Und da würde mich wundern, Pepe, wenn du zurückschaust, so, vielleicht eben nochmal als kleiner Bub, hast du einfach, weißt du, was ist dein Erfolgsrezept, warum es auch heute noch so funktioniert, du so zufrieden bist? Du hast gesagt, du hast einfach gerne Musik gemacht. Also ist dir nicht darum gegangen, dass, ist, weil man sagt ja so, der Applaus ist um Künstler sein Lohn, oder? Ja. Dann gibt es noch den finanziellen Aspekt. Was ist bei dir gewesen? Einfach für dich selber Musik machen und eine Band haben? Oder was würdest du sagen, ist es? Wenn ich gefragt werde, ja, was, du siehst immer so zufrieden aus und strahlst immer so, dann sage ich, ich mache gerne Musik. Ich freue mich zum Spielen. Natürlich muss ich jetzt sagen, wenn ich mit grosser Freude jeden Tag gehe, arbeite und meine Rechnungen nicht mehr zahlen kann, wahrscheinlich werde ich ein weniger strahlend unterwegs. Ja. Das Glück war schon so sicher gewesen, dass ich das, was ich mit Begeisterung mache, mit der grossen Freude. Und heute noch jeden Tag freue ich mich auf jedes Konzert. Wenn das nicht funktionieren würde, dann wäre ich vielleicht auch ein bisschen verbissener. Und ich habe einfach Glück gehabt, dass ich irgendwie einen guten Tag hatte. Auch Glück ist ein wichtiger Punkt in meiner Laufbahn, das muss ich sagen, weil es müssen Sachen auch glücklich zusammenkommen. Dass er nur der Jürgen sein Manager ist von Freddy Burger, der schon mein Manager ist, ist halt auch ein Glücksfall. Der hätte ja zu einem anderen gehen können. Dann wäre ich nicht mit ihm zusammengekommen. Es waren viele andere Glücksfälle gewesen, wo Leute zufälligerweise auf meine Bank gestoßen sind. Es ist mal ein ganz bekannter Fernsehregisseur von Paris ist nach Genf gekommen. Wir haben im Club gespielt, Saint-Quentin, im 58. Und die haben eine Bank gesucht für Monte Carlo. Und der war befreundet mit dem Clubmanager und sagt, das ist genau die Band, die ich muss haben. Und hat uns engagiert. Und wir haben 2 Sommer lang in Monte Carlo im Sporting Club gespielt, in den 80er Jahren. Haben mit dem Sinatra gespielt, mit dem Sammy Davis, mit der Shirley Bassey. Das ist auch natürlich ein Zufall. Es hat funktioniert, weil ich eine gute Band hatte, weil ich fleissig war und immer probiert habe, alle über die Stange hatte. Aber der glückliche Zufall, also jetzt der gerade noch zu Genf in das Lokal getrappt, hätte halt auch müssen sein. Ja, das Stichwort Glück, das du jetzt gerade erwähnst, wenn jetzt natürlich ein Junge zulässt und sagt, hey, ich will auch mal einen ähnlichen Weg einschlagen, sei es jetzt beruflich oder musikalisch, dann wird er ja sagen, ja, das Stichwort Glück hilft mir zu wenig. Kann man das Glück irgendwie auch anziehen oder herausfordern? Ja, natürlich. You have to be prepared. Das ist ja der Punkt.
du musst nicht anfangen üben, wenn eine Chance kommt. Du musst immer üben, du musst immer parat sein. Und ich war halt wirklich ein Angefressener gewesen. Und in den 10 Jahren im Sextett haben wir jede Woche 6 Mal probiert, außer dem Sonntag. Wir haben so oben gespielt und am Nachmittag noch probiert. Haben meine Musiker auch nicht immer lustig gefunden. Aber durch das sind wir halt einfach topfit gewesen. Und auch mit der heutigen Band wird halt einfach probiert. Das sind alles Profi, die den Beruf können. Aber ich habe einen Jungen, der jetzt glücklich noch nicht vorbeikommen ist, sage ich, mach, dass du parat bist, wenn es kommt. Be prepared. Das ist der Punkt. Und das heisst einfach üben, üben, üben. Oder? Hey, langweilig, blöde Spruch, wo alle Alten sagen. Mm-hmm. Aber lehr den Beruf richtig und verlass dich nicht einfach aufs Glück oder auf deinen Charme oder was immer. Aber ich rede natürlich, wie halt ein älterer Herr redet. Oder? Es ist, heute funktioniert die Branche schon sehr viel anders. Wobei, wenn ich jetzt Taylor Swift anschaue, und die bin ich gelesen in Zürich natürlich, ja. Das hat mich wundert. Ist gut gewesen. Es war umwerfend. Es ist überhaupt nicht meine Musik, was sie macht. Mhm. Aber ich habe gesagt, jetzt nimmt mich doch Wunder, was die macht. Dass das so viel grösser ist als alles andere. Mhm. Und ich muss sagen, die ist natürlich auch topfleissig, die Frau. Und ja, nicht erst seit 2-3 Tagen, sind wir alle reden von ihr. Die ist schon seit Jahren, ist die schon als Girl, ist die immer fleissig gewesen, hat alles sich gut vorbereitet. Und die Show ist einfach perfekt. Die Lieder, die Themen sprechen wir jetzt nicht an. Das ist eher für junge Frauen, würde ich mal sagen. Aber sie hat eine gute Message, eine positive Message. Und halt auch der Fleiss und alles ist da. Und wie die Show abläuft. Ich meine, über 3 Stunden, es ist unfassbar. Die ist am Singen, non-stop. Und dann Choreografie und alles. Und alles ist perfekt. Und in einer Größe. Also, es war im Fußballstadion im letzten Grund. Ich bin wirklich hin und weg. Ich habe gedacht, ich wollte jetzt wissen, was macht es aus. Und ich bin nicht überrascht, wie professionell das ist. Es war einfach top gewesen. Unglaublich. Also, auch dort würde ich sagen, die schafft Tag und Nacht dran, damit es eben so aussieht, wie wir alle sehen. Und das ist eben immer das, was man nicht sieht, oder? Wie viel das man geschafft hat. Aber man könnte fast meinen, ich hätte denen auch einmal vor 10 oder 15 Jahren gesagt, Mädchen, du üben, bist fleissig, bist diszipliniert. Und die macht das alles richtig. Die hat natürlich sicher auch ein wahnsinns Team um sich herum. Das ist ja nicht eine Personenshow. Aber was da abgeht, das ist wirklich einmalig. Das finde ich sicher sehr gutes Learning, eben, dass man einfach immer wieder arbeiten muss, oder? Einfach daran arbeiten und eben dann parat sein. Und nicht erst, wenn dann die Person kommt und sagt, du, dich sehe ich noch für das und dann musst du erst anfangen. Ja, genau. Oder? Du hast mal in einem anderen Interview gesagt, das ich gelesen habe oder gesehen, du sagst ein Glückskind. Da sind wir wieder bei dem Thema Glück. Wie wird man ein Glückskind, habe ich mich noch gefragt. Das habe ich sicher nicht selber gesagt. Also, doch, das hast du, glaube ich, gesagt. Oder jemand hat dir mal gesagt, du sagst ein Glückskind. Ja, das kann schon sein. Ja, also ich habe viel Glück gehabt, viele glückliche Umstände, viele Glücksmomente sind passiert in meinem Leben, die wichtig sind, die mich in meinen Knops vom Mond mir angerufen hat und gesagt, du bist ein grosser Fan von Quincy Jones, der Quincy wird 75, willst du ein Konzert einrichten? Ich meine, diese Chance kommt halt auch nur einmal über im Leben, dass ich für mein Idol ein Konzert zusammenstellen konnte, wo Mick Hucknall und Chaka Khan und Al Jarreau und weiss ich wer mit mir zusammen Musik machen. Das ist auch Glück. Ich bin ja nicht so, also jeder auf der Welt mit dem Pepe Lienhardt spielen muss das schon realistisch sein. Aber dass dann eben gleich jetzt ein Glotnops auf mich gestoßen ist und mich gefragt hat, das zu machen, das sind halt einfach glückliche Momente. Und dann habe ich natürlich dann die Leistung müssen erbringen, um mit den richtigen Musikern das Projekt durchzuziehen. Das ist dann schon mein Job. Du bist eben, wie du gerade schon erwähnt hast, mit Weltstaren ja auf der Bühne gewesen. Mhm. Eben, was hast du gesagt? Quincy Jones, glaube Whitney Houston auch schon, oder? Whitney Houston auch, im Schweizer Fernsehen, mit Sinatra, mit also Shirley Bassey. Also wirklich, mit all denen, die man kennt. Wie war es so gewesen, mit denen? Etwas, was die alle auszeichnet, und das kann ich nur all den Jungen immer sagen, die sind extrem fokussiert, extrem seriös, wenn es ums Proben geht. Egal, was sie für ein Image haben, der Sinatra, wo man weiss, was erzählt hat, wie die da Partys haben, und wie viel das die saufen und was immer. Wenn es ums Proben geht, sind die hundertprozentig fokussiert. Und Sinatra, das habe ich natürlich schon 100 Interviews erzählt, aber vielleicht haben das euch jetzt Zuhörer und Zuschauer noch nicht gehört. Mit Sinatra das erste Mal gespielt haben im 83. Haben wir am Donnerstag Probe gehabt, am Samstag war es Konzert im Sporting Club in Monte Carlo. Und wir haben ihn begleitet mit unserer Band. Er hat seinen eigenen Dirigenten dabei gehabt. Ich habe auch Saxophon gespielt. Bin dann vor der Probe halb Stunde vor einen reingegangen, um mich parat zu machen, als ich richtig fit bin. Oder? Und der Sinatra war schon da, am Donnerstag. Und das hätte ich jetzt nie erwartet. Ich dachte, Mr. Sinatra, der kommt dann am Nachmittag vor dem Konzert schnell vorbei und sagt, ja, alles klar. Und
und singt sein Ding und sein Manager, sein Dirigent und sein Schlagzeuger spielen das Projekt, oder? Nein, er war 3 Tage vor André, hat genau wissen, was abgeht, ist bei der Probe dabei gewesen. Und das habe ich bei allen Grossen erlebt, dass die das total ernst nehmen. Und es ist eher die zweite Liga, wo manchmal so ein bisschen der Star raushängt und so ein von oben herab. Aber die Guten, die sind auf Augenhöhe mit den Musikern. Die wollen mit den Musikern zusammen ein gutes Konzert machen. Und da kann man alle Grossen Namen sagen, wo ich das Glück hatte, mit ihnen zusammen zu sein. Die sind nicht abgehoben gewesen. Die wollten mit den Musikern zusammen einen guten Job machen. Und das hat die ausgezeichnet. Und das habe ich von denen auch gewährt. Und Udo Jürgens sowieso. Mit dem Udo sind wir 37 Jahre zusammen gewesen. Der war immer auf Augenhöhe gewesen, hat uns alle ernst genommen. Und dann bringt man eben so ein Resultat hin, wie wir immer geschafft haben. Mhm. Mega beeindruckend. Würdest du auch sagen, dass jemand von denen so ein bisschen wie ein Mentor war für dich oder ein Vorbild? Also hast du das wie gehabt oder hast du einfach selber immer dein eigenes Ding gemacht? Oder hast du gedacht, ja, Frank Sinatra ist eigentlich schon noch cool, ich will auch so sein. Hast du das gehabt? Nein. Also, das kann man auch nicht vergleichen. Das ist ganz eine andere Persönlichkeit. Und man hat eine Geschichte hinter sich und all die Filme und Oscar gewonnen und weiss ich was. Also, da habe ich jetzt nie mehr in dem Sinn auf Augenhöhe gefühlt. Einfach als Musiker ist man so ein bisschen auf einem Level gewesen. Aber für mich persönlich ein ganz grosses Vorbild ist natürlich immer Quincy Jones gewesen. Das ist eigentlich meine erste grosse Inspiration gewesen, als ich ihn das erste Mal gehört habe, so einem Kofferradio, ein Stück von ihm. Und dann später, relativ früh, 1961, hat er im Baden gespielt, im Kursaal, mit einer unglaublichen Big Band. Habe ich mit meinem älteren Bruder auf Baden das Konzert hören, bin ein Autogramm geholt. Und von da an eigentlich habe ich die Musik von Quincy Jones extrem verfolgt, auch seinen Werdegang. Und er hat eben nicht nur Jazz gespielt, nicht nur Big Band, er hat auch Michael Jackson produziert und viele andere Rapper und weiß ich was alles. Unglaublich breites Spektrum gehabt. Er ist wirklich so der Godfather of American Music. Mhm. Und dass ich natürlich dann Jahre später die Chance hatte, für ihn zu spielen in Montreux. Und ich habe dann anschließend nochmal 2 Konzerte gemacht mit ihm zusammen und ihn auch persönlich kennenlernen. Das ist für mich schon so ein Bogen, der sich schließt. Und der war, sagen wir, schon meine grosse Inspiration gewesen, mein Leben lang. Bis zum heutigen Tag. Und wo du mit ihm gespielt hast, ist das auch so wie ein Traum in Erfüllung gegangen? Du hast auf jeden Fall. Schon, oder? Also das erste Konzert, das wir gemacht haben, dann... Warst du ein bisschen nervöser gewesen als sonst? Ja, da bin ich also schon ein bisschen nervös gewesen. Also ja, nervös ist der falsche Ausdruck, weil nervös ist mir auch, wenn man nicht sicher ist, ob man es schafft, ob man durchkommt. So eine Musikprüfung, das Gefühl, oh, hoffentlich spiele ich nicht daneben. Da bin ich immer genug gut vorbereitet gewesen. Aber es ist eine Spannung und gefällt ihm. Und da hat er auch nicht mehr gespielt im 2008 in Montreux, sondern das war zu seiner Ehre, zu seinem 75. Geburtstag. Er ist vorher mit dem Cock, mein Hero. Und ich war da mit der Big Band, mit allen grossen Stars. Und wir haben ein Konzert gemacht. Und ich habe gesehen, wie er immer mehr strahlt und mehr strahlt. Und Freude am Schluss des Konzerts ist Ruhe gekommen, hat mich umarmt und gesagt, hey, Pepe, you're the Maestro. Und mir Kompliment gemacht. Und da ist natürlich schon so ein Traum in Erfüllung gegangen. Also ein Traum, den ich gar nicht gewagt habe, zu träumen. Und dass wir dann später noch 2 Mal mit dem auf der Bühne gestanden sind in Montreux, ist halt wirklich, ja, a dream comes true. Oder? Das ist mit dem grossartigen, wichtigen Musiker darf zusammen sein auf Augenhöhe. Das ist schon unglaublich gewesen. Und der Respekt ist nach wie vor da. Er ist jetzt über 90 unterdessen, aber Gott sei Dank immer noch da. Er ist immer noch irgendwie aktiv, nicht mehr, also jetzt auf der Bühne da, Big Band dirigiert. Aber er ist immer noch in der Musikbranche verbunden und alle hören noch auf ihn. Er ist halt wirklich, ja, ist der Godfather. Ja. Und hast nachdem dass das war, oder wie war das so allgemein bei dir gewesen? Hast du so, weißt, ist das zum Beispiel ein Ziel gewesen mal von dir? Oder hast du dir überhaupt so ein Ziel gesetzt? Oder bist du einfach so ein mit dem Flow gegangen, ich spiele jetzt einfach mal? Also ich habe jetzt nie gesagt, der und der fehlt mir noch in meiner Wohnbüchse, damit ich den glücklich abtreten kann. Die Frage wird mir natürlich oft gestellt, weil ich halt jetzt wirklich, es ist ein Name-Dropping, was ja eigentlich ein bisschen peinlich ist, aber ich hatte einfach Chancen gehabt mit ganz vielen ganz bekannten Auftritten. Es ist, wie es ist. Und dann habe ich halt Whitney Houston im Arm gehabt, im Fernsehen und da bin ich nämlich sehr viel drum. Aber das ist alles ein glücklicher Zufall gewesen. Aber ich werde oft in Interviews gefragt, also du hast mit dem und dem und dem gespielt, wer fehlt denn noch? Mhm. Mir fehlt gar nicht. Das muss ich wirklich sagen. Mein Wunsch ist nicht jetzt noch mit dem oder dem können spielen, sondern mein Wunsch, dass ich möglichst lang gesund bin. Mhm. Glücklich kann sein mit meiner wunderbaren Frau, mit meinem Kind und dass ich eine gute Band habe. Und jetzt habe ich eine super gute Band schon unterwegs und dass wir noch möglichst lange können spielen können. Aber ob jetzt noch wieder ein weiterer prominenter Sänger oder zu uns, mit uns zusammen spielt,
umso besser. Aber das ist nicht Voraussetzung, dass ich jetzt glücklich bin oder glücklich bleibe. Natürlich hat man immer noch ein paar Träume, und wenn man das gefragt wird. Aber sagen Sie, der Punkt ist nicht, dass ich jetzt noch mit so vielen tollen Leuten spielen kann. Ich hoffe einfach, dass das so weitergeht. Das ist schon fast ein Schlusswort, aber ich wollte noch zwei, drei Fragen anfügen. wenn du eben, ich kann so darauf raus, hast du dir aber so, weißt du, wie Ziel allgemein gesetzt? Oder, weißt du, heute sagt man ja immer, ja, man muss sich da setzen oder in 5 Jahren will ich dort stehen. Hat es das in deinem Leben auch gegeben oder nicht? Oder bist du einfach so geschwommen, wie es gelaufen ist? Einen Businessplan habe ich nie gehabt. Nein, habe ich nie gehabt. Du bist wirklich mit dem Flow eigentlich gegangen. Ja, schon der Flow in dem Sinn, aber natürlich immer mit dem Entsprechen. Also, ich habe nicht der Flow so fliessen lassen, sondern ich habe immer etwas dafür tun, dass es eben fließt. Yeah. Und habe immer geschaut, dass ich gute Band habe. Und auch eine gute Band zusammenhalten ist auch nicht ganz einfach. Aber das ist ja mein Job. Und das habe ich offensichtlich jetzt irgendein Talent dafür. Und das hat immer funktioniert, dass ich immer die besten Musiker um mich haben konnte. Und aus dem Grund dann immer die Aufgaben erfüllen, die sich gestellt haben. Also da habe ich schon immer dafür gesorgt. Und ich finde es sehr beeindruckend, dass du auch eben so lange dabei bist und an der Spitze und so viel hast können erleben. Wenn du manchmal zu Abend in deinem Bett bist, fragst du dich manchmal, Beppe, was habe ich eigentlich alles richtig gemacht, was bei mir immer so geflowt hat? Also ich tue nicht mich selber loben, aber ich bin dankbar. Also, es hat immer das grosse Wort demütig. Also, ja, genau. Ich habe den Kopf nicht unter demütig. Aber ich bin schon sehr dankbar, dass das funktioniert hat. Also das finde ich nicht selbstverständlich. Und das kann man auch wieder von den Grossen lernen. Auch die sind eigentlich alle dankbar, dass es eben funktioniert, was sie machen. Und das ist nicht selbstverständlich. Und ich meine, es könnte ja sein, dass jetzt die Leute nicht mehr in meine Konzerte kommen. Müsste ich auch irgendwie akzeptieren. Bis jetzt die letzte Tournee habe ich jetzt gemacht, vor 2 Jahren, haben wir wieder eine ausverkaufte Schweizer Tournee gehabt. Doch also nicht gerade im Hallenstadion, aber in grossen Sälen. Und KKL spielen wir jedes Jahr 1-2 Mal in Luzern. Das ist so eine heilige Konzerthalle. Jetzt haben wir gerade dieses Jahr schon ein Konzert gehabt mit Monty Alexander, super Jazzpianist von Jamaika, wieder eine volle Bude gehabt. Das ist alles nicht selbstverständlich. Und da bin ich sehr dankbar dafür, das muss ich sagen. Und wenn ich jetzt so eben mache, darüber nachdenke, muss ich sagen, ja, da ist eigentlich schon eine Dussel gehabt. Da kann man einfach nur dankbar sein. Ja, und hast du das Gefühl, hat dich das auch geprägt vom Elternhaus? Weißt du, die Werte, die du mitbekommen hast? Und so? Oder gibt es Bestäubung oder was auch immer in deinem Leben? Natürlich, meine Eltern haben mir nicht gelernt, Saxophon proben oder so. Aber die Grundwerte, die haben mir die Eltern schon beigebracht. Erstens haben wir auch immer müssen helfen, im Laden meiner Mutter. Arbeiten war für mich nie ein Problem. Ich habe immer gerne gearbeitet. Das war einfach eine Selbstverständlichkeit. Und die Freundlichkeit, mit allen Leuten freundlich sein und auch die Grosszügigkeit, die ich von der Mutter mitbekommen habe, das hat mich schon geprägt und das hat schon offensichtlich meinen Weg gross beeinflusst. Ein paar Mal so, auch im Schweizer Fernsehen relativ schnell sind wir gut drin im Schweizer Fernsehen, viel Fluche über das Fernsehen immer. Aber wir haben sehr viele Sendungen können machen und dann haben gesagt, ja, du bist so gut, hast gute Connections. Sag ich, ja. Also mein Vater war Bändler, also mein Vater war nicht im Showbusiness. Ich weiß das nicht. Aber wenn wir halt einmal eine Chance hatten, sind wir da, diszipliniert, nicht spät, haben keine Lampen gemacht, haben unseren Job erfüllt. Und dann nimmt man halt die mit denen, wo es gut funktioniert. Und andere, die vielleicht auch gut gespielt haben, sind halt spät gekommen, sind nicht diszipliniert gewesen. Und die sind ein bisschen mühsam, nehmen wir lieber wieder die anderen, die funktionieren. Die Grundeinstellung, die professionelle, die ich hatte, von Haus aus, die ist mir sehr zustande gekommen. Und ich habe das natürlich auch so weitergegeben an Musiker und habe das auch von den Musikern verlangt. Und es gibt auch ein paar, die nur ganz kurz bei mir waren, weil es ein bisschen zackig zugegangen ist. Aber ich bin auch einer mit der Peitsche da, Musiker, um Gottes Willen. Das ist überhaupt nicht mein Stil. Aber eine gewisse Disziplin muss sein und die verlange ich. Und wenn einem das too much ist, dann lässt er so sein und geht nicht mehr anders. Es gibt schon ein paar, die nicht mehr dabei sind. Aber die meisten sind, wie gesagt, mindestens 20 bis 40 Jahre dabei. Also so ganz falsch kann es für die einen gewesen sein. Ich wollte sagen, du wirkst so nett, so freundlich und mit viel Charisma. Hast du noch können, überhaupt Leute aus der Band rausschiessen? Ja, aber... Oder ist das schwer gefallen? Das ist mir sehr schwer gefallen. Also das heisst natürlich, wenn einer wirklich ein Double ist, dann fällt es mir nicht schwer. Das ist aber ganz, ganz selten passiert, weil ja auch unter Essen die Leute kann einschätzen und den Double schon gar nicht engagieren. Aber es gibt doch Leute, die sich negativ entwickeln. Und dann kann ich schon einem sagen, es geht einfach nicht. Mache ich nicht sehr gern, weil das eigentlich alles gute Musiker sind. Und das ist
ich bin kein Hire and Fire Typ, also die meisten Leute, wie gesagt, sind sehr lange dabei. Aber wenn es muss sein, dann kann ich das selbstverständlich durchziehen, und wenn es für die Band wichtig ist, dann ziehe ich es auch durch, das ist klar. Es klingt alles mega positiv, mega zufrieden in deinem Leben. Gibt es etwas, wo du zurückschaust, sagst, ja, dort habe ich mal ein Zeichen gemacht? Oder vielleicht auch mal eine Krise in deinem Leben? Ja, also wesentlich richtig gefallen. Ja, schon ein paar Fehler gemacht im Leben natürlich. Auch ein Projekt angefangen, wo ich gemerkt habe, das kann ich nicht. Da muss man es auch respektieren und muss es auch können zugeben. Man muss auch können etwas abschließen und sagen, das ist jetzt not my cup of tea. Das gehört auch dazu, glaube ich. Kein Mensch klingt alles. Ich nehme an, im Quincy Jones ist nicht alles immer gelungen, obwohl der ja übergross ist. Aber auch die haben Sachen mal angefasst, wo sie gemerkt haben, das passt nicht für mich. Und das habe ich natürlich auch in gewissen Sachen müssen realisieren. Aber das ist auch eigentlich eine gewisse Grösse, dass man sagen kann, das kann ich jetzt nicht. Das lohnt jetzt sein. Und das gehört auch dazu. Aber mal so richtig, wirklich, wo du sagst, hey, da habe ich wirklich ein Jahr, zwei zu kämpfen gehabt mit mir, das hat es eigentlich nie gegeben. Wir haben eigentlich eine schwierige Phase als Profi gehabt, ziemlich am Anfang. Das habe ich halt auch schon 100 Mal erzählt, aber das war schon sehr markant gewesen. Wir haben ja im 69 sind wir Profi geworden, im August 69. Und im Juni 70 waren wir nachher in Hamburg gewesen, an der Reeperbahn, haben wir in einem Club gespielt. Und da war WM gewesen, die ganz dramatische WM in England, Fußball-WM. Und wir haben in einem riesen Lokal gespielt. Es hatten wir 3-4 Leute drin gehabt. Es hatten etwa 600 Leute Platz gehabt. Und dort haben wir alle ein bisschen so gewisse Zweifel gehabt, sind wir in der richtigen Branche. Hätte ich nicht vielleicht doch gescheiter vom Vater gehört und richtig seriös studiert. Und einer von der Band hat dann auch den Austritt gegeben. Er hat gesagt, das ist mir zu schäbig. Und wir haben dann mal die ganze Gage nicht bekommen. Und dann müssen, ja, also es ist wirklich krass gewesen, oder? Und dort hat man schon auch das Gefühl gehabt, wir haben nichts falsch gemacht, aber es hat einfach nicht funktioniert. Und dann ist mir schon über die Bücher gegangen und gesagt, bin ich jetzt hier im falschen Film, muss ich mir das überlegen. Aber das ist eigentlich das einzige Mal, wo es wirklich richtig mies gelaufen ist. Wo ich dann auch ich ganz leicht alles in Frage stellen. Aber am nächsten Monat ist es schon wieder super gelaufen. Und dann, also einfach durchziehen, das lohnt sich. Dann haben wir einfach gleich den ersten Hit gehabt mit Sheila Baby im 72. Und da, von da an ist es eigentlich immer gelaufen. Und persönliche Krise hat es auch nicht gegeben? Doch, selbstverständlich. Meine erste Ehe ist leider gescheitert. Und das war für mich schon eine Niederlage gewesen, weil ich habe sehr spät geheiratet, erst mit 42. Und habe das Gefühl, das ist jetzt für immer. Und habe natürlich mein Leben weitergelebt. Das habe ich meiner Ex-Frau von Anfang an erklärt. Ich bin Musiker, ich gehe auf Tournee mit Mutter Jürgens und bin einmal ein paar Monate weg. Und sie hat das auch akzeptiert. Aber als sie dann zwei Kinder da waren, ist das halt gleich zum Problem geworden. Und ja, ich habe das Gefühl, ich mache jetzt immer alles gleich und mache alles richtig, aber für sie hat es halt nicht mehr gestimmt. Das musste ich dann schon akzeptieren. Und das habe ich schon als grosse Niederlage empfunden, die ich dann auch daran gekauert habe, etwa 2 Jahre, bis ich mich auch entspannen konnte. Also, so hat man schon. Und dann natürlich auch, wenn Familienmitglieder sterben und so, das sind schon Tiefpunkte. Logischerweise soll ich auch nicht lächeln, darüber hinweggehen und immer strahlen. Also, das ist ja klar. Aber wie ich bereits gesagt habe, dann hat auch immer Musik. Ich kann gerade sagen, die Musik wird die Lösung sein, oder? Die ist immer die Lösung, ja. Also ich bin nicht saufen oder weiss ich gut, was machen. Wenn etwas gescheitert ist oder etwas nicht so gelaufen ist, dann bin ich ganz neu an Musik herangerutscht. Und das hat mich immer zum Lachen ausgeholt. Ja, also das ist halt schön, weil man kann eigentlich das, was man gerne macht, mit Passion, kann es einen Beruf machen und von dem leben. Das ist absolut das, ist wie das Höchste, was man kann haben. Ja, ich kann das nur jedem sagen. Und das ist auch nicht jedem vergönnt. Und viele Leute müssen halt einfach irgendwie die Rechnung irgendwie zahlen. Und das, was sie vielleicht gerne möchten, funktioniert nicht. Können sie kein Geld verdienen damit. Und dann müssen sie halt einen anderen Job machen und planen darauf, dass sie 65 werden und endlich Pension können gehen. Das war bei mir nie der Fall gewesen. 65. Geburtstag ist mir vorbei. Habe ich gar nicht gemerkt, oder? Das war für mich eine witzige Frage gewesen. Und wie ist jetzt pensioniert? Sagen, ein Musiker wird nicht pensioniert. Aber das ist einfach ein grosses Glück, das ich persönlich nicht dankbar sein. Ja, und jetzt bist du eben 78 und immer noch so voll in diesem Business drin. Fall. Hast du eigentlich mal überlegt, so jetzt nehme ich es mal ein bisschen ruhiger? Nein. Nie? Also weißt, weniger wird es ja von Haus aus. Ich habe eine grosse Band, was ja an und für sich schon ein Anachronismus ist. Und wir können immer noch arbeiten mit dieser grossen Band.
aber natürlich nicht mehr jeden Tag, wie früher eben in den 70er Jahren, wo wir 11 Monate durchgearbeitet haben. Heute haben wir einfach einzelne grosse Projekte, wo wir darauf hinarbeiten. Und das nächste natürlich ganz grosse Projekt ist dann am 10. November im Hallenstadion. Da mache ich auch im Herbst die Tournee in Deutschland. Die heisst «Da Capo Udo Jürgens», wo wir mit dem Udo zusammen auf Tournee gehen. Der Udo ist ja am 14. gestorben, also vor 10 Jahren. Und er wird dann von der Leinwand kommen, von der grossen LED-Wand. Und wir begleiten ihn mit der Originalband von 2014. Es sind also 23 Musiker auf der Bühne, die mit ihm zusammen spielen, live. Wir spielen live. Er, logisch, ist nicht mehr live. Er kommt mit Bild, mit Gesang, mit Klavier. Dass die Spuren haben wir heute alle ganz clean, separat. Wir hören die natürlich in ihr mit einem Clicktrack und spielen genau perfekt dazu. Und das wird eine grosse Herausforderung. Das ist nicht ganz einfach, ist aber heute alles machbar. Und auf diese Show freuen wir uns. Und da laufen die Vorbereitungen schon sehr intensiv natürlich jetzt. Und am 10. November 2024 im Hallenstadion Zürich ist das. Gibt es überhaupt noch Tickets oder ist alles schon weg? Ich nehme schon alles noch Tickets. Alles andere ist gross. Wir müssen selber schauen. Ja, ja. Aber ja. Wenn es noch Tickets hat, unbedingt schauen. Das ist in dem Fall wirklich ganz speziell. Das gibt ganz etwas Spezielles. Arrangiert worden auch. Ja, neu arrangiert zum Teil auch die Stücke, nehme ich an. Ja, und natürlich, also vor allem in Deutschland machen wir die Show ja dann bei 20 Konzerten. In Wien, in der Stadthalle. Das ist auch 11'000 Plätze, also grösser als Hallenstadion. Das wird schon so das Highlight von diesem Jahr. Aber wir haben viele andere Projekte. Wir spielen auch private Partys nach wie vor. Wir spielen in Füssen im Theater mit den Schauspielern zusammen, machen wir ein Big Band Konzert. Also wir haben viele tolle Projekte nach wie vor, wo weitergehen und wo die Planung jetzt läuft. Und ich glaube, ich bin gar nicht sicher, dass ich eines vorwählen fragen. Bist du letztes Jahr an der Fußballgala gewesen? Hast du den gespielt? Vom Verband in Zürich, im Kongresshaus, ist das, glaube ich. Nein, da bin ich nicht dabei. Aber bist du gewesen? Mit drei Frauen, oder? Ja. Das bist du gewesen? Ich habe dich von weitem gesehen und gedacht, ist das tatsächlich der Pepe Liergard? Ganz Haufen Böllen hat es gehabt. Ja, genau. Aber da habe ich noch einen abgeschnurrt. Aha. Für meinen Enkel. Jetzt kommt's raus. Der ist so ein Fußballfan. Und ich bin auch ein grosser Fußballfan, muss ich sagen. Ah, eben, dann hast du den gespielt. Das war ein anderes Projekt, oder? Nehme ich an. Hast du einfach den mitgespielt? Ja, aber so Galas machen wir natürlich permanent, muss ich sagen. Also Sportler-Galas oder auch solche Events. Wir haben mit dieser 14-Mann-Band, die meine Grundbesetzung ist, spielen wir sehr viel, auch private Partys oder Geburtstage und alles Mögliche. Und da sind wir schon. Das sind natürlich Sachen, die nicht unbedingt öffentlich sind, aber das sind wir sehr viel unterwegs. Und öffentliche Events finden wir auf deiner Webseite, nehmen wir auch unten in die Shownotes rein und eben dann der ganz grosse Event im November im Hallenstadion. Pepe Lienhardt, so ein bisschen zum Schluss, was würdest du gerne den jungen, aber auch älteren Menschen, die da zuhören, noch so ein bisschen vielleicht mit auf den Weg geben? So ein bisschen einen Input, einen Impuls setzen? Ja, ich glaube, ich als Musiker muss natürlich immer das Gleiche sagen, aber es ist halt so, tut jeden Tag euch inspirieren mit schöner Musik. Das ist einfach, wenn man eine Pause hat oder ein Teufel hat, gute Musik baut einem auf. Musik soll alle begleiten. Und wenn nicht alle die gleiche Musik hören, das ist überhaupt kein Problem. Und Jungen hören sicher andere Musik als mehr. Aber Musik ist schon ein wichtiger roter Faden durch ein positives Leben. Das finde ich einen schönen Input. Ich habe letztens einen Social-Media-Post übrigens zu dem gemacht, zu positiver Musik. Und jetzt kann ich eigentlich gerade dich fragen, wie siehst du das? Ich habe gesagt, wenn man schon sich Musik reinzieht, jeder muss selber wissen, was er will, oder? Und das, was ihn begeistert und motiviert. Aber wir müssen eben auch ein bisschen achten, was einmal der Text ist. Weil ich habe letztens irgendeinen Text gehört, der geheißen hat, ich bin irgendwie geboren, um zu töten. Und habe mich gefragt, das ist ein hure negativer Satz, den ich mir die ganze Zeit ja reintrülle. Ja, also mit dieser Art Musik kann ich natürlich logischerweise auch nichts anfangen. Also auch der Sido hat früher so, ist ja jetzt eigentlich im Moment noch recht angesehen wieder. Ja. Und macht Werbung und alles Mögliche, aber der hat ja Texte gehabt. Also das kann ich da wirklich nicht nachvollziehen. Und ja. Das ist ja keine positive Energie, die sich eigentlich gibt, oder wie siehst du das? Das finde ich grässlich. Also, aber wie gesagt, ich kann da nur für mich reden. Ja. Aber ich bin froh, wenn die Jungen nicht so eine Musik hören. meine Töchter, Gott sei Dank, sind nie auf die Art von negativen Texten gestanden. Ich denke, das kann schon noch einen schlechten Einfluss haben. Und wenn ich natürlich sage, muss ich euch durch den Tag begleiten, dann meine ich natürlich positiven Sound. Aber es gibt halt Leute, die andere Bedürfnisse haben und die vielleicht auch das Negative wollen. Und ja, es gibt ja verschiedene Musikrichtungen, wo ich jetzt nichts damit anfangen kann. Aber ich kann ja nur für mich über Geschmack mir gar nicht davon diskutieren. Ja. Aber ich denke halt, und das war mein Credo immer gewesen, in meinem musikalischen Leben, ich will den Leuten
eine gute Zeit machen mit der Musik. Das ist mein Anliegen. Und wenn sie andere Bedürfnisse haben oder andere Musik wollen machen, kann ich auch nichts dagegen sagen. Jeder auf seine Art soll erfahren. Jeder soll auf seine Fasson selig werden. Genau, das ist doch ein schönes Schlusswort. Peppe Lienhardt, meine letzte Frage in der Sendung ist immer auf einer Skala von 1 bis 10. Du bist schon vorher auf einer 10 gewesen. Wie weißt du, bist du jetzt im Flow? Das ja, immer noch auf einer 10. Also jetzt haben wir sehr positiv, muss ich sagen. Jetzt habe ich schon fast gedacht, wenn er jetzt 9 sagt, dann habe ich das Problem. Hast du etwas falsch gemacht? Nein, es ist ein fröhliches Interview und gute Fragen, macht mir Spass. Und du bist ein der jetzt negativ muss, irgendums Verrücken noch etwas Negatives raussuchen. Es gibt ja so Leute, die so drauf sind. Das stimmt. Auf das bin ich auch vorbereitet, aber ich lasse mir meine positive Attitude nicht wegnehmen wegen dem. Also geh weiter in so positiv aufs Leben und ich hoffe, wenn ich mal so alt bin wie du, dass ich auch so fröhlich und positiv unterwegs bin. Das wünsche ich dir auch. Pepe, alles Gute für die Zukunft und ganz viel Erfolg bei all deinen Projekten. Flavio, danke dir für den schönen Nachmittag.